Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute haben wir wieder einmal ein Vorstandsinterview. Ich darf ganz herzlich begrüßen Dr. Joachim Kuhn, Gründer, CEO und auch Großaktionär bei VacuTech. Hallo, Herr Dr. Kuhn. Einen schönen guten Tag nach Augsburg und ich freue mich, dass wir heute uns zu diesem schönen Gespräch hier zusammenfinden. Auf der Homepage von VacuTech steht ein interessanter Satz bzw. eine Frage. Ich lese die mal vor. Wie sorgt man dafür, dass das, was kühl bleiben soll, kühl und das, was warm bleiben soll, warm bleibt und das nur bei begrenztem Platz zur Isolierung? Herr Dr. Kuhn, ich dachte, ich werfe die Frage einfach mal an Sie rüber. Können Sie uns die Gesellschaft bitte zu Beginn kurz vorstellen? Gerne. Kurze Antwort. Man schafft das mit Superdämmung. Und genau die stellen wir her, die stellt VacuTech her. Wir stellen eine sehr, sehr gute Dämmung her auf Basis von Vakuum. Vakuum isoliert gut, das kennen wir von der Thermoskanne. Und wir machen das als Plattenform. Und mit dieser Superdämmung, Vakuum-Isolationspaneele, kurz auch VIP genannt, kann man eben etwa 10-mal besser dämmen als mit konventionellen Dämmstoffen. Also das bedeutet, eine 20 mm starke Vakuumplatte dämmt so viel wie 20 Zentimeter eines Dämmschaums oder von Glaswolle zum Beispiel. Und das stellen wir her. Und aus dieser Superdämmung machen wir verschiedene Dinge, unter anderem eben auch Thermoboxen, die dann eine Temperatur sehr, sehr lange halten können, aufgrund der guten Dämmung, aber auch noch aufgrund von zusätzlichen Wärmespeicherplatten, die wir im Inneren der Box anordnen. Und solche Boxen, die können dann etwa 4 bis 10 Tage die Temperatur bei Plusgraden, bei Minusgraden, was immer man sich wünscht, vier bis zehn Tage konstant halten. In der Unternehmenspräsentation gibt es auch eine spannende Folie. Wir blenden die mal ein, wo man so ein bisschen sieht, wie der Umsatz sich verteilt. Sie sind ja in ganz unterschiedlichen Branchen, Segmenten tätig. Ganz starker Fokus hier auf Pharma, Biotech, Transportsysteme. Ist das auch der Bereich, der am stärksten wächst oder gewinnt vielleicht auch ein anderer Bereich in den nächsten Jahren noch an Bedeutung? In der Tat haben wir in den letzten Jahren durch unsere sehr guten Thermoboxen, die wir einerseits verkaufen, aber auch vermieten, mit Service dabei, haben wir ein sehr hohes Wachstum erzielt. In den letzten 1-2 Jahren auch noch getrieben durch Corona-Impfstoffverteilung, von denen wir international einen sehr großen Teil gemacht haben, teilweise wahrscheinlich sogar über 50%. Und in dem Fall hat sich also dieser Bereich sehr gut entwickelt. Das Geschäft mit den Paneelen, wo wir die Superdämmpaneele als Komponente verkaufen in irgendein System, zum Beispiel für Ihren Kühlschrank zu Hause oder in den Warmwasserspeicher, der bei Ihnen in der im Heizungsraum steht. Auch diese Produkte hat sich nach vorne entwickelt. Aber der Bereich der Thermoboxen für die Medizinprodukte, für Pharmazeutika, für biotechnologische Produkte, das hat sich deutlich besser entwickelt. Beim Bereich Gebäude, Dämmung, da musste ich auch an ein anderes Unternehmen denken, was ja auch börsennotiert ist, die Steico. Die machen ja auch Dämmplatten aus Holzfasern. Jetzt frage ich einfach mal als Laie etwas kritisch, ist das nicht noch ein Schritt innovativer, nachhaltiger, das Ganze aus Holzfasern zu machen? Ja, auf jeden Fall hat, denke ich mal, Steico mit der Holzfaser hier ein sehr gutes Produkt, das auch vielfach Anwendungen findet, ja. Und es ist natürlich, es liegt der Faktor 10 in der Wärmedämmung dazwischen. Ja, also auch unsere Platte wird etwa Faktor 10 besser dämmen als so eine Holzfaserplatte. Das heißt, wie vorher schon gesagt, 20 mm Vakuumdämmung ersetzen etwa 20 cm Holzfaserplatte. Aber und so hat jedes Produkt eben seine Anwendung. Bei uns wird man es anwenden, wenn man eben keinen Platz hat und eben sehr, sehr gut dämmen muss. Ich habe selber übrigens gerade einen großen Umbau gehabt mit einer Aufstockung und da sind sehr viele von diesen Holzfaserplatten eben verbaut, da wo ich viel Platz hatte. Aber dann gab es eben auch ein paar Stellen, wo man ganz dringend Vakuumplatten gebraucht hat, weil man das Problem sonst gar nicht hätte lösen können. Okay, spannend, das auf jeden Fall so ein bisschen einordnen
zu können. Wenn wir vielleicht gerade dabei sind, auch auf andere Unternehmen zu blicken. Jetzt gab es vor kurzem ja eine Übernahme der Lieferkettenspezialist Envirotainer. Da steht ein Enterprise Value von 2,8 Milliarden Euro im Raum. Ein Enterprise Value EBITDA Multiple von 28, also durchaus eine sportliche Bewertung, wo VacuTech ja sicherlich auch mal hin möchte. Jetzt mal vielleicht abgesehen von der Größe, worin unterscheiden sich die beiden Unternehmen, also VacuTech und Envirotainer? Und Envirotainer ist seit etwa 30 Jahren oder über 30 Jahren am Markt, und zwar mit sogenannten aktiven Container. Das sind Container, die eine elektrische Batterie haben, die dann entsprechend ein Heizsystem oder auch ein Kühlsystem, also einen Kompressor, betreibt. Und damit werden internationale Luftfrachtversendungen eben gemacht. Diese aktiven Container sind schon sehr lange auf dem Markt. Hingegen wir haben mit der sogenannten Advanced Passive Solution, also mit rein passiv, wir haben keine bewegten Teile, keine Stromversorgung unterwegs. Wir machen das rein mit vorgekühlten Speicherelementen, also rein passiv. Haben wir natürlich jetzt Marktanteile in den letzten Jahren gewonnen. Wir denken, dass gerade für diese, für viele der Zwecke eine passive Lösung eine gute Lösung ist, weil sie eben mehr Speichermöglichkeiten bietet, deutlich mehr Energie, höhere Energiedichte hat für den ganzen Container und damit auch eine deutlich höhere Autonomie des Containers hat. Wie gesagt, 5 bis 10 Tage lang kann sich unser Container bewegen. Beim aktiven Container liegt das ohne einen erneuten Plug-in deutlich darunter. Abschließend wollen wir vielleicht noch mal kurz auf die Zahlen, vielleicht auch einen Aktienkurs schauen. Wir blenden mal einen Chart ein. Der Kurs ist ja deutlich zurückgekommen. Letztes Jahr wurde die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro geknackt. EBITDA 18,7 Millionen. Nachsteuer bleibt dann, oder beim App bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Sehr hohe Abschreibungen haben Sie da in der Bilanz drin. Vielleicht die Frage, wie ist VacuTech bisher, also durch das Geschäftsjahr 2022 gekommen und wie sieht die Guidance für dieses Jahr, aber dann, was ja auch immer besonders spannend ist für Investoren, auch so die mittelfristige Guidance aus? Ja, in der Tat waren wir sehr stolz, letztes Jahr früher als gedacht übrigens die 100-Millionen-Marke überschreiten zu können. Viele haben uns dann gar nicht zugetraut, weiter zu wachsen. Das war mit ein Teil der Story, warum auch die Aktie etwas nach unten gegangen ist, zusammen eben mit anderen Tech-Werten eben auch. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und für dieses Jahr haben wir wieder ein Wachstum uns vorgenommen, ein deutliches Wachstum. Und wir haben es auch gezeigt, wir haben jetzt gerade die Halbjahreszahlen reportet. Da lag das Wachstum in der Topline bei 17%. Eben in diesem Jahr nach dem massiven Wachstum 21, das ja bei 44% lag. Also deutlich zweistelliges, tolles Wachstum. Und wir gehen davon aus, dass wir in dieser Größenordnung auch weiter wachsen können in den Folgejahren. Wir haben genügend Projekte in der Pipeline, um dies realisieren zu können, sodass wir uns hoffentlich in ein paar Jahren um den nächsten magischen Schritt Umsatz kümmern können. Herr Dr. Kuhn, vielen Dank für das spannende Interview, den spannenden Einblick. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir VacuTech auf unserem YouTube-Kanal behandelt haben. Also vielen Dank, dass Sie dabei waren. An alle Zuschauer, lasst uns doch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von VacuTech haltet, vielleicht auch der Branche oder wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dem Video einen Like gebt und unseren Kanal abonniert. Herr Dr. Kuhn, nochmal vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Bettelsberger, für die interessanten Fragen und das angenehme Interview. Bis bald hoffentlich. Und wir haben auf unserem YouTube-Kanal viele Vorstandsinterviews auch. Ich darf hier abschließend noch mal kurz auf das vorletzte verweisen. Da hatten wir Dr. Martin Siddiqui von Pacifico zu Gast. Auch spannendes Unternehmen, steht auch eine große Transaktion mit Clearwise an. Also gerne mal vorbeischauen, natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.